Weitere Informationen, die besonders jetzt wichtig sind, aber auch in den kommenden Monaten immer wichtiger werden, sind die Verletzungen, die durch das Grillen passieren. Das heißt, die Grillsaison steht an. Wie kann man da aber Verletzungen vermeiden? Hier erfährst du alle wichtigen Punkte, um einen Grillunfall zu vermeiden und schwerwiegende Verletzungen wirklich vorzubeugen. Plastic Surgeon. Punkt 1 ist wirklich Grillanzünder vermeiden. Zumindest den Grillanzünder nicht anwenden, wenn die Kohle glüht und dort Feuer besteht. Denn jegliche Hinzufügen von Spiritus oder auch Benzin oder anderen Grillanzündern in flüssiger Form kann zu einer Stichflamme führen, zu einer Verpuffungsreaktion mit wirklich schwerwiegenden Folgen. Das solltet ihr wirklich vermeiden. Benutzt keine flüssigen Grillanzünder. Benutzt also wirklich keine Brandbeschleuniger, denn die können wirklich schwerwiegende Folgen für eure Gesundheit bedeuten. Die geeigneten Grillanzünder haben eine Kennzeichnung mit einer Prüfungskennnummer, die sollte auf jeden Fall vorhanden sein, sodass ihr da wirklich auch, wenn ihr sowas benutzen solltet, was wir nicht empfehlen würden, sollten diese Prüfziffern immer auf den Produkten vermerkt sein. Der zweite Punkt, benutzt einen sicheren Grillplatz, einen sicheren Standplatz. Das bedeutet, dass Grillgeräte auf einem sicheren Boden stehen sollten, keine Unebenheiten, keine Instabilität da, wo diese Grillplatte steht, denn auch da passieren wirklich schwere Unfälle. Bedenkt immer, dass genügend Abstand zu Gegenständen, die leicht entzündbar sind, immer erfolgen sollte. Das heißt, genügend Abstand zum Sonnenschirm, zum Spiritus oder anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten, die möglicherweise in der Nähe des Grills stehen. Aber auch eure Lieblingspflanzen und andere Pflanzen, die in der Umgebung sind, da sollte genügend Abstand vorhanden sein, um hier Schädigungen zu vermeiden. Am besten grillt ihr auch nicht unter eurem Lieblingsbaum, denn die Hitze, die dort in dem Bereich sich befindet, kann den Baum auch schädigen. Ja, beaufsichtigt eure Kinder, das ist ganz wichtig. Kinder führen sich häufig Verbrennungen, aber auch anderweitige Verletzungen beim Grillen zu. Da haben wir auch schon sehr viele Fälle gesehen. Das müsst ihr unbedingt vermeiden. Beaufsichtigt Kinder, lasst die Kinder nicht in die Nähe dieses gefährlichen Grills und der heißen Kohle. Passt auf jeden Fall auf die Kinder auf. Kinder sollten keinen Zugang zum Grill haben. Denn eine Sekunde reicht, dass diese unbeaufsichtigten Kinder dann sich Verletzungen zuziehen. Denn Kinder wissen einfach nicht, was für ein Risiko und was für eine Gefahr von solch einem Grill ausgeht. Dort können Verbrennungen der Hände erfolgen, aber auch durchs Umkippen des Grills können Verbrennungen im gesamten Körper entstehen. Tragen Sie bitte, bitte geeignete Kleidung, wenn Sie grillen. Das heißt, keine flatternden, keine wehenden Kleidung, die sich leicht entzünden und dann möglicherweise in Flammen aufgehen. Grillhandschuhe sind ein Muss. Tragen Sie Grillhandschuhe und bedenken Sie immer, dass Fettspritzer vom Fleisch oder anderen Produkten, die Sie dort grillen, auch Verbrennung der Haut verursachen können, wenn das Fett auf die Haut spritzt. Sollte eine Verbrennung oder Verpuffung erfolgt sein, rufen Sie unbedingt den Notarzt, denn dann sind fachärztliche Maßnahmen notwendig. Die Verletzungen können mitunter wirklich schwerwiegend sein. Warten Sie nicht bis zum nächsten Tag ab, denn solche Verletzungen können langfristige Folgen haben. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Schauen Sie sich auch zahlreiche andere Videos an. Jetzt kommen demnächst monatlich immer Updates zu Neuigkeiten aus der Medizin und der plastischen Chirurgie auf diesem Kanal. Abonnieren Sie diesen Kanal und teilen Sie ihn auch mit Freunden und Bekannten, denn die Information, die wir hier teilen, kann für jedermann hier nützlich sein. Ich freue mich aufs nächste Video. Ihr Dr. Alavi.